Herzlich willkommen bei der Akademie Graz. Mein Name ist Rechtsanwalt Mario Graz. Heute mit dem Thema Berufsbilder der Juristen. Welche Berufe kannst du, wenn du mit deinem ersten und/oder zweiten juristischen Staatsexamen fertig bist, ergreifen? Es gibt natürlich die klassischen Berufsbilder, die jeder kennt, völlig klar. Aber es gibt auch Berufsbilder, die du häufig noch gar nicht kennst. Und die möchte ich dir unter anderem heute einmal kurz näher bringen, sodass du diese vielleicht bei dir auf dem Schirm hast für später und gegebenenfalls da auch noch mehr Optionen im Kopf hast und nicht so sehr auf die alten und klassischen Bereiche vielleicht dort beschränkt bist. Punkt 1, natürlich der klassischste Beruf ist natürlich das Richteramt, völlig klar. Wann solltest du Richter werden? Punkt 1 natürlich, wenn du die entsprechenden Staatsexamensnoten bekommen hast, also in der Regel Prädikat, das heißt 9 Punkte aufwärts. Manche Bundesländer lockern hier bereits mittlerweile das Notenregime, kann man sagen, also ab 7,5 bzw. 8 Punkten wird schon häufig eingestellt. Wenn du einen sehr sicheren Beruf brauchst, wenn du ein sehr sicherheitsorientierter Mensch bist, dann ist der Richterjob für dich unter anderem genau der richtige Beruf. Natürlich musst du dir im Klaren sein, dass dort bezüglich Gehaltssteigerungen nicht viel zu erwarten ist. Natürlich über die Berufsjahre hinweg wirst du dort entsprechend auch höher gestuft. Aber viel ist da finanziell natürlich am Ende des Tages auch dann nicht weiter drin. Wenn dir das aber nicht so wichtig ist, sondern die Sicherheit und auch, dass du rechtsgestaltend tätig sein kannst, und du auch auf einem hohen Niveau rechtlich arbeiten möchtest, dann ist natürlich der Richterberuf für dich in der Regel genau das Richtige. Auf der anderen Seite Staatsanwaltschaft, auch Staatsdienst, wenn du an Strafverfolgung interessiert bist, völlig klar. Wenn du an einem sehr sicheren Beruf interessiert bist, dann ist natürlich auch der Staatsanwaltsberuf oder Staatsanwältinnenberuf für dich genau der richtige Beruf. Natürlich ist die Staatsanwaltschaft, kann man sagen, sehr behördlich auch durchstrukturiert. Das heißt also, du musst auch von deinem Vorgesetzten Oberstaatsanwalt in der Regel auch Direktionenweisungen eben beachten, anders als Richter. Da hast du natürlich viel mehr Freiheiten. Aber wenn natürlich schon dein sehnlichster Wunsch von Anfang an war, das Jurastudium Staatsanwalt oder Staatsanwältin zu werden, dann ist natürlich klar, ist das der richtige Beruf. Was natürlich noch den dritten Bereich hier anbelangt, den Beruf des Rechtsanwaltes. Das ist häufig etwas für, Leute, die halt sich selbstständig machen wollen. Wenn du halt eher der Unternehmertyp bist, wenn du eine große Kanzlei aufbauen möchtest, vielleicht aber auch als Einzelanwalt tätig sein möchtest, dann ist natürlich der Beruf des Rechtsanwaltes für dich genau der richtige Beruf. Du kannst natürlich auch als angestellter Rechtsanwalt arbeiten. Und da dein relativ sicheres Einkommen dann am Ende des Tages generieren, die Karrierechancen natürlich deutlich, deutlich besser als im Rahmen des Richteramtes oder im Rahmen der Staatsanwaltschaft. Aber eben die Risiken sind auch größer, wenn du dich selbstständig machst, aber natürlich auch die Verdienstchancen extrem orbitant nach oben gehend, insofern du eben eine gute Kanzlei findest, wo du Partner wirst oder die du selber aufbaust, dann sind das natürlich die richtigen Bereiche dann für dich, wenn dir das eben auch wichtig ist. Ein Berufsfeld, was viele gar nicht irgendwie weiter präsent haben, ist der Staatsdienst, in dem Sinne, dass du in eine Behörde gehst als Verwaltungsjurist. Zum Beispiel, du könntest auch Vorsteher eines Finanzamtes werden, Sachgebietsleiter oder halt in die sonstigen Ministerien reinzugehen. Das sind Bereiche, die für viele erstmal noch gar nicht so präsent sind, aber auch durchaus empfehlenswert sind, weil sie eben auch eine große Sicherheit am Ende des Tages dann auch bieten. Du kannst natürlich auch als Syndikusanwalt in Rechtsabteilungen von größeren Unternehmen gehen. Auch das ist etwas, was häufig bei vielen noch gar nicht so präsent ist. Hier hast du natürlich die Chancen, auch im Unternehmen dann sukzessive aufzusteigen, vielleicht sogar der Vorstand einer großen Aktiengesellschaft später dann zu werden, aus der Rechtsabteilung heraus. Auch diese Möglichkeit besteht mit entsprechenden Verdienstchancen. Der letzte Bereich, der, wie ich finde, eben auch einer der attraktivsten ist, ist auch der Bereich der Wissenschaft und der Lehre, vielleicht auch der Beruf eines Repetitors, so wie ich es nun mal bin, zu 100% vollberuflich. Das ist ja etwas, was 0,001% der Absolventen vielleicht irgendwann mal im Laufe ihrer Berufsjahre ergreifen werden, aber eben doch ein sehr attraktiver Beruf. Man kann hier eben den jungen Leuten aufs Pferdchen helfen, ihre Examen zu bestehen und
Man kriegt ständig die Rückmeldung, ob man eben Dinge gut erklärt hat. Man sieht eben, dass die Teilnehmer hier ihre Examen auf jeden Fall bestehen. Das ist natürlich auch persönlich etwas sehr, sehr Befriedigendes. Anders, so finde ich das persönlich, als wenn man jetzt Aktenberge wälzt und rollt im Rahmen der Staatsanwaltschaft oder als Richter. Hier als Lehrender, als Dozent hast du eben nicht die Aktenberge, die dir da eben häufig vielleicht sogar die Luft abschnüren. Ja, dann erstmal vielen Dank. Das war es erstmal soweit im groben Überflug dazu. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du weiter dran bleibst und auch noch andere Videos von uns gerne anschaust. Vielen Dank.